Ach, du auch hier? Herzlich willkommen in der IT-Werkstatt. Ich bin der Maurice, ich mache seit 2 Monaten eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker. Und ich bin der Dennis und ich mache auch seit 2 Monaten eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker. Ich nehme dich mal mit und zeig dir, was wir hier machen. So, hallo, jetzt sind wir an der nächsten Station unseres Berufes angekommen. Ich finde diesen Beruf super, weil er so extrem vielseitig ist. Man kann sich in vielen Fällen frei austoben. Man kann zum Beispiel, haben wir eine Datenbank angelegt, was man mit einem QR-Code-Scanner scannen kann. Und dann wird es auf dem Monitor angezeigt. Das wird zum Beispiel in der Lagerlogistik benutzt. Oder zum Beispiel eine Überwachungskamera, die man hier erkennen kann, die den Abstand misst. Desto weiter weg ich dies halte, desto dann kommt ein roter Punkt. Das wird so in der Überwachungstechnik benutzt. Und in unserem Beruf ist natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir haben das selber entwickelt, selber geplant, selber umgesetzt und das Programm dahinter selber geschrieben. Das heißt, man kann seine eigenen Fantasien ein bisschen ausleben und seine eigenen Ideen umsetzen. Das 3D-Modell, das mein Kollege gerade in Auftrag gestellt hat, ist gerade fertig geworden und du wirst das auch machen, dann bewirb dich hier als IT-Systemelektroniker. Natürlich musst du auch Voraussetzungen mitnehmen. Zum Beispiel solltest du gut in naturwissenschaftlichen Fächern sein und in Mathe sein, denn hier berechnen wir auch Schaltkreise. Außerdem solltest du auch eine gewisse Affinität für Informatik haben, denn die Informatik bleibt nie stehen und du solltest auch bereit sein, von Jahr zu Jahr immer was Neues zu lernen. Außerdem ist hier die Teamfähigkeit sehr wichtig, denn wir planen und wir besprechen vieles im Team, eigentlich alles im Team, denn das Team hier ist das A und O.